Altersarmut hat ja auch noch Nebenfolgen. Man traut sich ja nicht mehr aus dem Haus, weil man hat keine müde Mark in der Tasche, um zu sagen, ich leiste mir jetzt mal was und guck mir andere Leute an, guck mir einen Kinofilm an. Man bleibt zu Hause vor der Glotze und man ist sozusagen das Introjekt sagt, ich kann nicht, ich bin einsam, ich bin alt, ich bin isoliert, ich bin ausgegrenzt. Wie fühlt es sich an, alt zu sein? Schülerinnen der Oberstufe probieren das am eigenen Leib aus. Sie haben sich über ihre Schule für das Programm von Kulturisten hoch 2 gemeldet. Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, bekommen vom Verein Kulturleben Hamburg Karten für Kulturveranstaltungen aller Art gespendet. Und Kulturisten hoch 2 vermittelt ihnen dazu einen jungen Menschen als Begleitung. Alles kostenlos. Und doch gibt es gerade bei den älteren Menschen eine große Hemmschwelle. Man sollte meinen, sie sind die Primärbegünstigten und laufen uns die Bude ein. Aber die Scham, und die ist ein großer Faktor, die uns entgegenspielt, die Scham ist sehr groß in dieser Gesellschaft, in unserer reichen Stadt Hamburg, sich zu outen und zu sagen, ich gehöre zum armen Teil der Gesellschaft. Dabei achten die Kulturisten sehr darauf, dass so ein gemeinsamer Abend auf Augenhöhe stattfindet. Der ältere Mensch lädt mit der gespendeten Karte den Jüngeren ein, der seinerseits 10 gespendete Euro in der Tasche hat, um in der Pause auf ein Getränk einzuladen. Nicht immer muss es Hochkultur sein. Oft wird auch zusammen gesungen oder getanzt. In jedem Fall profitieren nicht nur die Alten, sondern auch die Jungen. Die meisten machen mit, weil sie den älteren Menschen was Gutes tun wollen. Und was sie wieder mit rausnehmen, ist, dass diese Begegnung toll ist. Oder dass, wenn so ein älterer Mensch, eine ältere Dame, das Mädchen hat ja noch nicht Mittag gegessen und wir wollen ja in die Ausstellung, dann hat sie Pfannkuchen gemacht. So, und man hat, also die haben am Küchentisch gesessen und haben Pfannkuchen gegessen und haben sich ganz viel erzählt. Das sind einfach total, nette Begegnungen und es ist ein Austausch und die Schüler schätzen auch diesen Austausch. Um genau solche Begegnungen zu fördern, sorgen die Kulturisten um Christine Worch und Frauke Müller dafür, dass ältere wie jüngere Teilnehmerinnen aus demselben Stadtteil kommen. Denn sich zu treffen, das ist es letztlich, worum es bei Kulturisten hoch 2 geht. Wir können eben nicht die Renten erhöhen, aber wir können zumindest das den älteren Menschen verschaffen, was so normal ist, nämlich Begegnung, Austausch und Teilhabe.